problem. Some asshole got wind of what we're up to. Apparently killing a guy's closest associate puts a bit of a spotlight on him. Anyway, now I'm told they put a price on the professor's head, so we gotta move. Now, is that clear? Can we get going? All right. And remember, the professor's paying you, not me. Not me at all. So keep him alive. Based on this inmate transfer schedule, Bolingbroke are expecting a new arrival. One of you is going to intercept the transport, make sure it doesn't get there. Two of you are going to be taking our prison bus and making your way into the facility in its place. You'll be playing inmate and guard. Stay in character as long as it's useful, then make your way to the rooftops. I'll get on the radio and give you a path to the prof. Meanwhile, the pilot will have picked up the plane and be waiting on the evac in the air. Whoever stole the bus will be bypassing the prison and torching it somewhere discreet. After that, it's just a matter of getting your guy out of the clink and getting him onto the plane. Everyone flies out of there except for the bus thief. Professor Reshkovsky takes control of the plane. The three of you on board take a jump. The professor's out of U.S. airspace and reunited with his precious car. Simple. Should be the easiest money you'll ever make. Speak soon. Herzlich willkommen zurück bei Let's Play GT Online bei den Raubüberfall. Wenn ihr euch wundert, warum das Video davor kommt, wo das jetzt da ist, es hat damit zu tun, zwischendurch gab es kleine Probleme. Ja. Und ja, wollen wir einfach mal den Raubüberfall mal spielen. Die Sitzung wird gestartet. Natürlich habe ich wieder J.Q. dabei, der seit längerem nicht mehr da war. Obi-Wan und Vanessa. Naja, ich glaube, das Video, wenn... Also nicht wundern. Nicht wundern, das Video, das ist ja davor noch gewesen. Sprengtrupp. Häftling, Pilot, genau. Jetzt machen wir den normalen Satz. So, gut. Okay. Mache ich das wenigstens ein bisschen Verdienst. Ja, unser normaler Satz ist eigentlich 40-20-20. So. Ich nehme mal den da und ich nehme... Wie nehme ich denn das Fahrzeug? Kein Fahrrad. Das ist sicher. Null Fahrrad. Ich nehme immer nur Osiris mit. Ah, du musst jetzt mit dem Jay mitfahren, das bist schon. Ja, wir müssen aber mit, er muss aber zusammen da reinfahren. Ja, ganz genau. Ja, das wäre auch dumm, wäre auch ein bisschen merkwürdig, wenn einfach mal der Häftling mit dem Bus reinkommt. Ja. Guck mal, das ist unser neuer Gefangener, er fährt gerade mit dem Bus. Oh mein Gott. So, gut. Ready, set, go. Und wie gesagt, und ich hoffe, das Video von gestern hat euch gefallen mit den angeblichen wozu Erklärungen, dass GTA dazu da wäre. Ja, ja, klar. Also GTA Online, der GTA Online wäre angeblich da, wäre so einprogrammiert, dass man die, dass man andere Spieler abschießen muss. Aha, klar. Man kann. Muss es nicht. Ganz genau. Genau. Einfach mal Sepp. Ja, Winning Speed, die spawnen zu, die... Und das, der Witz der Sache ist eins, was soll ihr bitte jetzt SMS hinschreiben, dass sie dich in Ruhe lassen. Ja. Und dass wir uns, dass wir bei dem Video in den Glitch drinne waren, das hat aber damit zu tun gehabt, weil uns das dermaßen auf den Sack gegangen ist. Steht nochmal als Information unten da.
Weil das geht so ein dermaßen auf den Nerv. So. Ach gut, da vorne ist es doch. Ja, wie gesagt, ich kann euch erstmal noch einen Trick mal verraten hier, wenn man leicht reinkommt. So, wenn man gleich in den Bus sofort reinkommt, ohne irgendwie den rauszuschmeißen. So, ihr müsst einfach das machen, zack, und schon seid ihr drinnen und die Leiche fliegt einfach raus. Oh mein Gott, wie schnell. Oh mein Gott. Ja, und nur zur Information, heute ab 19 Uhr wieder ein Livestream, also ihr könnt gerne wieder reinschauen, wenn ihr wollt. Der Link ist auf unserem Kanal oder wird unter diesem Video mit runter mitgeschrieben oder bei der Ankündigung. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Wunderschön eingeparkt. Oh mein Gott. Wie kann... Und Jay, sag mir bitte Bescheid, wenn du eine gerade Kurve gefunden hast. Ja, ja, die Illusion für uns, für die Zuschauer ist das ja. Eine gerade Kurve. Eine gerade... Ja, bei nicht wie kann eine Kurve gerade sein? Gute Frage. Wie geht das? Du musst einfach eine Kurve vorstellen, die keine Ahnung angeblich gerade sein soll. Das ist so dumm. Das geht ohne. Das kann man am besten als Scherz bringen, wenn man die Fahrschule machen muss. Zu den Fahrlehrer sagen, ja, ich wette, dass ich die Prüfung bestehe, wenn ich keine gerade Kurve finde auf der Welt. Ja. Ja. Einfach nur richtig taktisch arbeiten und... So. Aber ehrlich, ihr könnt gerne unter Kommentar mit drunter schreiben, wie ihr sowas findet. Könnt ihr gerne mal mit drunter schreiben. Weil das würde mich gerne mal interessieren, ob ihr auch mal solche Erfahrungen gesammelt habt. Über solche Spieler. Ich glaube, es wird langsam Zeit wieder für so eine Hard-Talk-Runde. Oder Obi-Wan, was denkst du? Jay, Obi-Wan, von Hard-Talk-Runde. Mal wieder. Es war das wiederholte Thema, von was wir schon mal geredet haben, aber ist egal. Ist egal. Weil das wesentlich... Es hat bloß neues Mikrofon, neuer Computer und... Hast du eine normale Pistole? Warum hab ich eine normale Pistole? Du kannst die Waffen da aufsammeln. Oh, das ist eine AP-Pistole. Ja. So. Ja, Jay, kannst du dich erinnern an der Situation, wo der Chat... Kannst du dich noch erinnern, Jay? Deine Chat, der am Boden war? Ganze Zeit über? Das war bei einem Raubüberfall, wo wir Raubüberfälle so gemacht haben. Und ehrlich, wie Meriwether Angst hat. Probier's einfach raus. Vor allem, Jay, du kannst dir deine Waffe geben.
irgendeine Waffe mal geben, damit er wenigstens sich wehren kann. Wenigstens ist er sehr weit bis dahin, zum Bus zu kommen. In der Nähe von der Brücke, wo er spawnste. Meine hat erstmal Dual Jump gespielt erstmal. Bis er mitbekommen hat, dass er gerade aufgenommen wird und gerade mal ja losfahren soll. Da kannst du vorher noch ein paar Waffen geben erstmal. Wenn man irgendwas hat davon. Und wie gesagt, immer schön in Deckung gehen. Ja, mit B, wie waren oder was muss BB oder X? BB, gut. Ich glaube, 1900 Schüsse reichen. Die müssten genügen, die Munition. Also, der hat bestimmt auch alle Aufrüstungen, bestimmt, oder? Ach je, ja. Eine gute Frage, was hattet ihr über Leute, die YouTuber pushen? Also andere Leute. Wie sie gesagt, solche Leute gibt's auf YouTube öfters. Dass sie ein Video veröffentlichen, schaut diesen und diesen Kanal an. Er kann es machen, aber nur einmal. Oder wenn es dem Kanal wirklich gefällt. Aber nicht ganze Zeit über. Sowas ist nervig. Ja, wenn du abonnierst, muss es ja machen. Ja, wie gesagt, das Einzige, was ich mache, ich gucke andere hier, wie gesagt, die genauso wie ich sind halt auch solche kleinen YouTuber. Ich bitte, so kleinen YouTuber gucke ich an. Wenn mir das Video wirklich gefällt, dann gebe ich ein Like und lass ein Abo da und dass er vielleicht reinschauen könnte. So. Aber, wie gesagt, wenn mir das Video nicht gefällt, schreibe ich nichts darunter. Und lass es einfach. Sowas kann man gerne machen, aber ne, hier geht auf diesen YouTube-Kanal drauf. Hm? So, rüber. Schön mal die Berge. Über die Berge. Ja, es sah bloß über sieben Brücken, meine nicht gerade jugendgerechte Version, die ich nur singen werde jetzt. Ass. Snacks essen? Cool. Was mir so aufgefallen ist, die Fahrzeuge für Marietta haben rein zum Logweise eine ähnliche Farbe wie unsere Crew. Rot. Geht's da drin oder nicht?
gut. So, und da vorne ist er schon. Ich muss sagen, die Marauder sind nicht sehr gut ausgebildet, das Militär. Thema Ausweichen Raketen. Und der Jet stürzt ab. Und da vorne kommt der nächste. Level 252. Und das alles selber spielt. Ich bin stolz darauf. Ich glaube, bei mir ist es Niesen schlimmer. Ja, übrigens, der Chat gibt jetzt Volldampf. Ja, er gibt Volldampf. Super. Jetzt wird er wieder langsamer. Vorsicht, Rakete. Gut. Niu, der stürzt ab. So, da vorne ist es. Ist der nächste Jet, genau. Ihr müsst ihn bloß kurz berühren, dass er euch folgt und dürft nicht so weit weg sein. Ja, ich weiß. Ja, dafür ein sehr bekannter, ja, ein Charakter, ein Easter Egg aus einer sehr bekannten Serie. Breaking Bad, wenn du es kennst. Was? Aus Breaking Bad, kennst du den? Den Hauptcharakter? Den oder ne? Zum besten, wer es gesehen hat, ja. Das soll eine Anspielung sein. Und wie weit seid ihr ungefähr? Okay, das war's mit denen. Weißt schon wieder nicht, wo wir sind. Auf ein Fall. Folgt ihr euch? Jetzt. Gut. Sehr gut. Komm rein hier. So. Da vorne ist der nächste Jet. Komm rein hier. Hinten einsteigen. Er steigt immer hinten ein. Ich schieße. Jetzt, ich steige. Oh, mein Finger ist schon wieder eingeschlafen, scheiße. Oh. Socken schläft immer mein kleiner Finger ein. Ja, mein Gott. So, gut. Da sind wir schon so weit. Mit der Valkyrie, Roskowski mit der Valkyrie zu bekleiden. Mit der Valkyrie, ja klar. Valkyrie ist überhaupt nicht übertrieben. Nein. Nein. Verfolgt, Rio, hilf uns. Ja, ich bin ja schon da.
Habt ihr schneller? Was ist das für... Ey, die Polizei ist die einzige, die ihr Raketen ausweichen kann. Ich hab das Auto zum Brennen gebracht, das macht echt gut. Bin ich falsch? Ja. Aber nicht überfahren. Schnell einsteigen. Mario hat den Buzzer. Ja. Ich bin im Sprengtrupp. Beschütze die Velum. Obi-Wan, denk dran, Deutschland gibt Gummi. Und ne, du weißt, und nicht über den, nicht über das. Ja. Ja, Fighting Speed. Normal hat das Gefängnis keiner. Nö, die haben keine. Die können ich nicht runterschießen. Nur wenn. Nee. Ich bin doch schon im normalen und dann drüber geflogen, dann habe ich Raketen abbekommen. Ich nicht. Ich habe nie Raketen abbekommen. Ich hab 4 Sterne bekommen und hab 6 bekommen. Wenn du eine Weile drüber fliegst, dann fliegst du Raketen ab. Und jetzt haben wir es gleich geschafft. Ah ja, ganz vergessen. Ich mach schnell mal was. Ja. Weil wir gleich was bekommen. Weg. Weil wir gleich beim Stripclub landen. Du wirst warum was da ist. Vorsichtig. Oh, guck mal, ich hab dich. Alter, mal einsteigen. Den Fallschirm erst kurz vom Wasser geöffnet. Oh, schade. Ich war als erstes da, aber ich konnte irgendwie nicht vorne einsteigen. Das Blitzschiff ist irgendwie was vorne. Ja, sowas gibt's manchmal. Dann wie gesagt, und wenn ihr euch wundert, warum ich jetzt Musik, ausgeschaltet habe, im Stripclub läuft GEMA-Musik. Und die GEMA möchte ich nicht. Aus gewissen Gründen. We have did it! Yay! So, und dann noch, übernächste Woche kommt dann nächste Raubüberfall dran. Darauf können wir sich freuen. Ja, ich hab Gold! Ich bin Chef, Bladi. 500.000. Bin ich voll wenig. 300.000. Und jetzt kennen wir die Musik. Sehr cool, du bist 100 und ein Level höher als ich. Das ist richtig gut. Weil bei mir, wie gesagt, bei mir hat es damit zu tun, ich habe GEMA-Musik an da drinne. Ja. So, wo war. Na gut. Ja, es säuft das mal einer. Säufen wir es mal zwei. Und das war's für ein Let's Play GTA 5 für den Gefängnisraubüberfall. Wenn euch das gefallen hat, gebt euch einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.